Ja, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Schweizer Zeitmagazin. Das ist das Magazin von dieser Zeitung, wo sagt oder schreibt, was eben nicht ungesagt bleiben darf. Wir werden uns heute mit einem Thema befassen, das vielen Leuten unter den Nägeln brennt, das auch für viel Kopfschütteln gesorgt hat in den letzten Monaten und Jahren. Es sind immer mehr Sozialhilfeskandale an die Öffentlichkeit geraten, wo zum Teil horrende Summen umverteilt worden sind an sogenannte Bedürftige. Es ist noch nie so viel Geld umverteilt worden in der Schweiz, wie das heute der Fall ist. Das führt natürlich in der Konsequenz dazu, dass auch Sozialwerke zunehmend umfinanzierbar werden und Lücken aufweisen bei der Finanzierung. Aber auch, dass die Bürger und der Mittelstand immer weniger zum Leben hat, weil sie eben durch Steuern, Abgaben und Gebühren zunehmend belastet werden, um die Sozialwerke zu finanzieren. Jetzt ist die Frage, wie soll das weitergehen? Ich habe heute zwei Gäste bei mir, wo wir die Frage diskutieren sollen, wo es darum geht, soll der Staat dafür sorgen, dass die Armen oder die Bedürftigen auch weiterhin unterstützt werden und grosszügig können unterstützt werden? Oder gibt es da Alternativen? Der erste Gast, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist Luca Amaggi. Er ist Vizepräsident der Grünen Partei Schweiz. Und er ist der Meinung, dass es einen starken, ausgebauten Sozialstaat braucht, der eben den Armen unter die Arme greifen kann und das auch weiterhin so machen soll. Auf der anderen Seite ist das Raphael Weiss. Er ist Präsident der Jungfreisinnigen Stadt Zürich. Und er ist der Ansicht und der Überzeugung, dass es keinen Sozialstaat braucht, um den Armen und Bedürftigen zu helfen, sondern im Gegenteil, dass es ohne Sozialstaat besser geht. Jetzt vielleicht schnell zu dir, Luca. Als allererstes, wir haben es in den letzten Wochen und Monaten ist das zunehmend auch aufgekocht worden, dass da immer mehr Sozialfälle als Tageslicht gekommen sind, wo zum Teil horrende Summen umverteilt worden sind oder horrende Summen ergattert worden sind. Das war beispielsweise ein Segel von einem Segelturnträger in der Gemeinde Schmerike, der auf die Kosten der Allgemeinheit gezahlt worden ist. Also wo ein Jugendlicher hat können auf offener See sich eine Selbstfindung haben auf Kosten der Steuerzahler. Hankam hat man auch gehört von einem Iraner, der in der Stadt Zürich 260'000 Franken ertragen hat mit Falschangaben von der Sozialhilfe. Jetzt ist die Frage, was sagst du zu diesen Ereignissen? Müssen wir das so in Kauf nehmen oder wie siehst du das? Ich finde, du hast es eigentlich einleitend richtig gesagt. Die Fälle sind aufgekocht worden. Also es ist da eine grosse Geschichte, ein grosses Drama gemacht worden, jetzt plötzlich um Fälle, die es wahrscheinlich schon immer gegeben hat. Es wird immer Leute geben, die bescheissen. Es wird immer Leute geben, die vielleicht einmal aus Not eine falsche Angabe machen, weil sie eben in Not sind. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das einfach so, muss man das in Kauf nehmen. Was wir jetzt aber erleben, es ist in einem Jahr sind Wahlen. Wir haben in Zürich zum Beispiel Kantonsratswahlen, wir haben auf nationaler Ebene die nationalen Wahlen. Und man merkt jetzt, dass gewisse politische Kräfte die Ärmsten, die Bedürftigsten, wollen in den Dreck ziehen, öffentlich fertig machen, diffamieren. Und ich glaube, dort ist es jetzt eben die Aufgabe von einer Linken, von einer grünen Politik, dass wir sagen, halt, so nicht. Es geht uns in der Schweiz gut. Die Leute verdienen da viel Geld oben, unten sieht es ein bisschen weniger aus. Und wir müssen den Leuten, die unten sind, helfen, wir müssen die unterstützen. Und dafür setzen sich die Grünen und dafür setze auch ich mich ein. Wie interpretierst du jetzt die Ergebnisse, oder? Also die Ereignisse? Sind das alles aufgebauschte Einzelfälle, wie es das der Luca behauptet? Oder gibt das Anlass, um den Sozialstaat eben auch doch grundsätzlich zu hinterfragen? Ja, also dass es so Empörung hervorruft, hat sicher damit zu tun, dass eben die Leute, die das am Schluss finanzieren, die Steuern zahlen, nicht verstehen. Also mir denkt nicht, dass es darum geht, die Armen und Bedürftigen durch den Dreck zu ziehen, sondern die Empörung gilt eher den Institutionen, die das finanzieren, oder die Sozialwerke. Das ist das, was man nicht versteht, wie das sein kann, dass überhaupt so einzelne Fälle können auftreten, wieso es da keine Mechanismen gibt oder eben, ob das einfach in Kauf genommen wird. Ich glaube, das ist das, was die Leute empört. Die meisten Leute ist eben, dass grosse Summen, oder? Viele verdienen das in einem Jahr nicht, wo da einfach schnell ausgegeben wird für einen. Und ich glaube, die Wut die gilt nicht unbedingt denen, die das bekommen, sondern die das sprechen. Man muss es eben etwas genauer anschauen. Das ist nicht einfach Geld, das an einem Tag mal schnell auf den Tisch gehauen und ausgegeben wird, sondern es ist über eine längere Zeitdauer. Da sind ganz verschiedene Stellen, ganz verschiedene Ämter involviert. Und man kann jetzt auch nicht da einfach all die Fälle, die du einleitend aufgezählt hast, über einen Kamm schlagen und sagen, dort haben wir einen Skandal gehabt, da haben wir einen Skandal gehabt. Was wir jetzt zum Beispiel im Kanton Zürich auch Beobachter ist, wir haben in vier Gemeinden jetzt den Fall gehabt, wo
Gemeindepräsidenten oder Gemeinderäte nicht die ganze Wahrheit erzählt haben, die Kosten summiert haben, die die Gemeinde am Schluss gar nicht haben müssen tragen. Und lustigerweise sind es oft mal SVP-Politiker gewesen, genau die Politiker aus dieser Partei, die im Moment beispielsweise in Zürich im Kantonsrat keine Chance auslösen, um auf Sozialhilfebezüger oben drauf zu hauen, um die ihren Grund- und Freiheitsrechte einschränken, um diese Menschen in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und schlecht zu machen. Und da braucht es jetzt einfach eine mutige Politik, die sagt, schaut, auf diese Diskussion lassen wir uns nicht ein. Der Sozialstaat, den wir hier haben in der Schweiz, der ist wichtig. Darum geht es uns so gut, darum geht es auch vielen Menschen so gut. Und den müssen wir aufrechterhalten und da müssen wir investieren. Ich finde es gut, dass du gerade die Grundrechte ansprichst, oder? Dass man die verletzt von diesen Sozialhilfebezügern. Aber der Sozialstaat, der lebt von der Verletzung von der Eigentumsrechte von denen, die das Geld weggenommen wird, um das zu finanzieren. Oder? Und das ist etwas, so, jetzt kann man natürlich mit Interesse kommen, aber eben, das ist nämlich, muss man schon sehen, dass der finanziert sich nicht von allein. Und da muss man anderen Leuten Geld wegnehmen. Also das kann jetzt natürlich auf so einer populistischen Ebene pauschal gegen das Thema Steuern. Das Thema können wir nachher sprechen, wer dann das finanzieren muss und wie dann das zu schlagen kommt. Aber ich möchte jetzt noch zuerst auf der Schiene bleiben. Der Sozialstaat oder die ganzen Sozialleistungen, sagen wir mal, der ist ja zunehmend in den letzten Jahren, im letzten Jahrhundert vor allem, auch jetzt am Anfang des Jahrhunderts, verstaatlicht wurde. Also wir haben mit der AHV eine Verstaatlichung von der Altersvorsorge, wir haben mit der ALV eine Verstaatlichung von der Arbeitslosenversicherung, mit der Entwicklungshilfe wird ständig mehr Anteil vom Bruttoinlandprodukt gefordert, wo das staatlich finanziert werden kann. Trotzdem, man sieht eben, dass die Sozialwerke zunehmend lückenhaft finanziert sind, dass irgendwoher das Geld muss kommen, wo umverteilt kann werden. Trotzdem plädieren die Grünen oder die Linken auch immer mehr dafür, um die Sozialrechte auszubauen. Wie also, könnte das man muss auch da natürlich, man redet da jetzt einfach so pauschal vom Sozialstaat, pauschal von den Sozialwerken. Man muss die natürlich auch einzeln anschauen. Und ich meine, dass sich die Zeit in den letzten 100 Jahren verändert hat, dass wir mehr Menschen geworden sind, dass die Leute beispielsweise älter werden, dass wir jetzt gerade eine grosse Wirtschaftskrise zum Teil hinter uns haben, zum Teil noch mit drinstecken. Das ist einfach ein Fakt. Das sind alles Faktoren, die man anschauen muss. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn sich Politik anfängt, auf ein paar einzelne Fälle zu stürzen, dort drauf auf ein Drama aufzubauschen, sondern wir müssen das Gesamte anschauen, wir müssen dort probieren, Lösungen finden. Und die Politik, die im Moment betrieben wird, die schmeckt einfach sehr nach Wahlkampf, nach Abstimmungskampf. Ich habe es vorhin gesagt, nächstes Jahr ist ein wichtiges Jahr. Und da wollen sich scheinbar rechtsbürgerliche Kräfte profilieren. Und ich finde es schade, dass langsam bis in die Mitte hinein Parteien anfangen, auf diesen populistischen Kurs gegen Minderheiten, man sieht es auch in anderen Fragen, mitzumachen. Aber es geht ja nicht um Kurs gegen Minderheiten, sondern es geht grundsätzlich um die Frage, wer finanziert denn die Sozialwerke, wo die Bedürftigen sollen finanzieren sollen. Ja, das haben wir Schweizer ja beschlossen. Das ist in vielen Fragen der Staat. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil der Staat hat schlussendlich die Aufgabe, für die Bevölkerung genau in diesen Fragen zu schauen. Und die Diskussion stellt sich für mich eigentlich gar nicht. Also wenn ich daran denke, dass man jetzt da gewisse Bereiche privatisieren will. Also ich finde, das ist dann rechtspolemisch. Wir reden wahrscheinlich später dann auch über das Gesundheitswesen. Dort haben wir jetzt dieses Jahr leider eine grosse Chance verpasst, um eine weitere Aufgabe da am Staat abzugeben, dass wir das allgemein und für alle gleich regeln können. Eben, du hast vorhin gesagt, man muss die Sozialwerke einzeln betrachten und nicht populistisch sein. Aber wenn man die einzelnen Sozialwerke anschaut und Fakten betrachtet, zum Beispiel die AHV, die ist unbestrittenermassen in der heutigen Form nicht finanzierbar langfristig. Also dort drohen riesige Finanzierungslücken, die natürlich gerade von linker Seite sagen, man muss Steuern erhöhen. Und, aber auch zum Beispiel die IV ist hoch verschuldet, oder? Also 14 Milliarden. Und wenn man die ALV anschaut, die hat auch Schulden, die ist auch irgendwie um die 4 Milliarden. Franken verschuldet und im Moment wird ja das mit dem Solidaritätsprozent finanziert und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Man hat das schon zweimal gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe und trotzdem ist es wieder gekommen. Also man merkt irgendwie, es funktioniert so nicht. Oder? Es wird immer wieder mehr Geld ausgegeben, als man eigentlich hat und also, das führt dann zu dieser Verschuldung. Und irgendwann kommt der Moment, wo man es muss zahlen muss. Ja, vielleicht ist das meine Generation, vielleicht geht es noch mal eine weiter, oder? Aber irgendwann kommt die der Moment, wo man das muss abtragen, die Schulden. Was natürlich nicht funktioniert, ist, dass wir die Steuern auf verschiedensten Ebenen immer mehr senken. Aber
den gleichen Leistungsanspruch an den Staat stellen. Da gebe ich dir recht, das funktioniert nicht. Wir haben die Unternehmenssteuer massiv gesenkt. Das spürt man in den Gemeinden, das spürt man in der Stadt. Die Stadt Zürich wird 2017 aufgrund dieser Unternehmenssteuerreform all ihre Reserven aufgebraucht haben. Und nicht, weil man dort den Staat und die staatlichen Aufgaben einfach jedes Jahr blauäugig und massiv ausgebaut hat, sondern weil man uns auf übergeordneter Ebene, und Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher sind da nicht dafür gewesen, Geld gestrichen haben. Das Gleiche ist bei der Erbschaftssteuer. Es kommt jetzt zum Glück die Chance, die wieder einzuführen, wo wir dann eben auch die AHV wieder ein Stück weit mitfinanzieren können. Und ich glaube, das sind die Ansätze, die wir darauf diskutieren müssen. Oben ist in der Schweiz ganz viel Geld vorhanden. Und da geht es jetzt darum, das Geld auch gerecht in die ganze Gesellschaft einzubringen. Also was macht der, eben, du sagst, oben hat es ganz viel Geld. Was macht der, der ganz viel Geld hat? Was macht er mit dem? Auf eine Bank hauen, oder? Das ist die Frage. Ich nehme mal an, das ist. Ja, oder hat es unter der Matratze? Das macht. Hat es nicht unter der Matratze? Auf die Bank. Und die Bank verleiht Kredit, oder? Das, die Leute profitieren davon, dass andere Leute Geld haben, die sie können sparen können. Nur das Geld, das man hat, können sparen kann man investieren. Das ist für ein Kind war das natürlich ein Paradox, oder? Ein Sparparadox. Aber es ist nur das Geld, das man zuerst gespart hat, kann man auch wieder weiterverleihen. Es braucht Leute, die ihr Geld nicht brauchen, zum Konsumieren, die ihr Geld können auf der Bank deponieren und die Bank kann das nachher ausleihen. Das ist eine wichtige Funktion von Banken. Raphael, aber du bist eigentlich dafür, dass man den Sozialstaat abschaffen, oder? Also du bist gegen so Steuererhöhung zur Finanzierung des Sozialstaats. Hast denn du kein Herz für arme Leute und für Bedürftige, die man finanzieren? Wie stellst du dir das alternativ vor? Ja, also gerade will. Also das ist immer so ein Vorwurf. Ja, Sozialstaat, diese Verknüpfung nur, wer für den Sozialstaat. Ja, nicht gegen das Wort Sozial, sondern gegen das Wort Staat. Das stört mich in dieser Komposition. Ja, ich glaube, ich habe ein grosses Einführungsvermögen. Ich bin einfach der Meinung, dass man andere Lösungen vorziehen sollte. Und ich bin vor allem der Meinung, dass nur freiwillige Solidarität, echte Solidarität ist. Nur wer die Freiheit hat, zu handeln, kann moralisch handeln. Und nur dem sein Handeln ist an einer ethischen Beurteilung zugänglich. Also wenn man jemanden zwingt zu handeln, kann man nicht sagen, dass sein Handeln ist moralisch oder nicht. Und wegen dem meine ich, wenn man will, dass die Leute moralisch sind, dann muss man die Freiheit zum Handeln geben. Da kann man nicht so mit Zwang dazu anhalten, irgendwelche Sachen zu finanzieren. Ja, das kann man natürlich da jetzt einfach so einfach erzählen, dass dann die Leute einfach sich gegenseitig sollten unterstützen. Man muss einfach wissen, gerade in Städten, gerade in Grossstädten, wo vielleicht die Anonymität auch grösser ist, da gibt es Menschen, die fallen durch den Raster. Die haben kein soziales Netzwerk mehr, die haben keinen Zugangspunkt mehr. Ja genau, und darum ist es eben wichtig, dass wir vom Staat, nein, dass es nicht mehr von diesen Menschen gibt, sondern dass man eben vom Staat schaut, dass genau die Leute, die niemand kennt, die niemand hat, der ihnen hilft, die keine Familie haben, die nicht so ein grosses Freundesnetzwerk haben, dass es dort einen Staat gibt, der für die Menschen, aber dann eben auch für alle, auch für die anderen da ist und denen schaut. Und das ist wichtig. Und da können wir, wie gesagt, nicht mit so Fantasie und Wunschvorstellungen, dass wir da irgendeines Tages alle Steuern... Ist das nicht eine Wunschvorstellung, dass wir da, alle Steuern können abschaffen können, dass wir dann uns alle irgendwie gegenseitig unterstützen, dass plötzlich alles Schlechte und alles Elend weg ist, dass es niemand mehr gibt, der kein soziales Netzwerk hat. Das ist einfach eine Utopie. Und der Sozialstaat ist ein Stück weit auch eine traurige Realität, dass es Menschen gibt, wo man muss helfen muss. Das ist die Aufgabe des Staates. Und da dahinter stelle ich mich voll und ganz. Ich gebe recht, dass es Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Da sind wir uns einig. Aber wo ich anderer Meinung bin, dass es für das ein Staat braucht. Und ich gebe auch recht, dass es für das Organisationen braucht, die sich diesen Leuten annehmen. Aber dass das Organisationen sind, die von Zwangsfinanzierung leben, das ist das, was mich stört. Ich meine, alle die freiwilligen Hilfsorganisationen, die existieren, die nehmen sich ja diesen Problemen an, weil sie das wollen. Und die Leute, gerade wenn irgendwelche Katastrophen passieren, dann sind die Leute sehr freizügig mit ihrem Geld. Also die Leute haben schon ein Einfühlungsvermögen. Es gibt viele Leute, die gerne bereit sind, so Hilfswerke zu unterstützen. Aber anzunehmen, dass der Staat besser weiss, was die Leute mit ihrem Geld machen wollen, wegen dem dürfen wir halt ein bisschen wegnehmen und es anderen Leuten geben, das ist eine Anmassung. Nimmt es ihnen nicht weg. Es ist in der Schweiz alles demokratisch beschlossen. Wenn einem das nicht passt, dann kann man es probieren zu ändern. Und man kann dann schauen, ob man durchkommt oder nicht. Aber der René Zeyer hat in seinem Buch, das er letztens veröffentlicht hat, «Armut ist Diebstahl», der Titel hat das Buch gehabt, hat er gesagt, je mehr Armutsbekämpfung es gibt, desto mehr Arme gibt es.
sagst du zu diesem Vorwurf? Hat das nicht etwas daran, dass je grösser man eigentlich die staatliche Hilfe aufgebläht hat, desto mehr hat es Leute gegeben, die sich dann nachher an diesen Töpfen versucht haben, festzuzügen und davon zu profitieren? Ich glaube, wir können einfach mal unser Land anschauen. Ich tue nicht gerne innerhalb von Landesgrenzen, innerhalb von Nationalstaaten denken. Aber man kann jetzt mal das Gebiet von der Schweiz anschauen, wo wir drauf unsere Politik machen. Und dann kann sich jeder mal fragen, uns da geht es gut. Und an dem, was nicht so gut geht, der kann sich mal fragen, wie gut geht es ihm eigentlich. Und dann kann man vielleicht auch mal daran denken, dass es vielleicht so ist, weil wir eine funktionierende Demokratie haben, weil wir einen funktionierenden Sozialstaat haben. Klar, es gibt da ganz viele Probleme, sonst wäre ich nicht bei den Grünen. Notabene eine Partei, die nicht an der Regierung beteiligt ist, wo auch kritisch hinschauen muss, die auch Sachen ansprechen soll, die vielleicht die anderen Parteien nicht ansprechen. Klar gibt es da ganz viele Missstände. Wir haben ein Problem, dass es viele Leute gibt, die oben ganz viel absahnen können und das für den Mittelstand und für ganz viel unten von dem einfach nur ganz wenig übrig bleibt. Und da müssen wir ansetzen und wir müssen sicher nicht darüber diskutieren, ob es jetzt irgendwo irgendeinen Fall gibt, wo vielleicht mal beschissen hat, wo vielleicht mal nicht ganz recht gehandelt hat. Das muss man versuchen zu verhindern. Aber wenn der Fokus von der Politik nur noch auf diesen Einzelfall liegt und man nur noch darauf diskutiert, dann sind wir einfach in einer ganz üblen Sackgasse. Also mit denen, die oben absahnen, meinst du die, die durchschnittlich am meisten verdienen, nämlich die Bundesangestellten? Wir kommen vielleicht noch auf das Thema, du hast gesagt, du bist nicht gerne in den nationalen Grenzen. Wir können das Thema auch ausweiten, oder? Auf die Entwicklungshilfe. Da ist eigentlich Sozialhilfe in der internationalen Dimension. Und das ist jetzt auch, du bist Mitglied von der Grünen Partei, Vizepräsident. Die Grünen fordern ja, dass man die Entwicklungshilfe, die staatlich, ausweiten, entsprechend dem Wirtschaftswachstum. Trotzdem, wie wir gesehen haben, je mehr als eigentlich die Hilfe zum Beispiel auf Afrika aber intensiviert wurde, desto miserabler sind dort Zustände geworden. Wie rechtfertigst du die Forderung nach steigender Entwicklungshilfe? Wir haben ja auch eigentlich gesehen, dass in der Praxis alles dann eben den Schuss hinten rausgeht. Also man kann nicht einfach pauschal sagen, die Verhältnisse sind schlechter geworden, sondern die Menschen, die Entwicklungshilfe erreicht, die sich dort etwas aufbauen können, denen hilft das etwas. Aber ich bin auch der Meinung, oder ich wäre auch froh, wenn wir eines Tages auf das verzichten könnten, dann nämlich, wenn wir die Länder nicht ausbeuten, wenn wir nicht die Leute, die gut gebildet sind, aus diesen Ländern in unsere westliche Sphäre abzügeln, wenn wir nicht die Firmen und die Firmen von dort mit günstigen Steuern zu uns locken und einfach dort ein Desaster hinterlassen. Also ich wäre auch dafür, dass wir das irgendwann eines Tages nicht mehr haben, aber im Moment sind wir da einfach leider noch sehr weit davon entfernt. Also was möchtest du diesen Leuten verbieten, hierher zu kommen? Nein, natürlich. Oder wie sieht denn die Ausbildung? Natürlich nicht, aber eine Politik, die da auf reiner Standortförderung orientiert, die da hilft, den Leuten Geld zu verstecken, die Leute mit Dumpingsteuern hier in die Schweiz lockt. Das ist eine Politik, wo vielleicht ein paar wenige uns da hilft, aber in einem globalen Kontext, in einem internationalen Kontext einfach verfehlt. Aber ich sehe schon zu Raphael, braucht man die staatliche Entwicklungshilfe? Du bist auch da im Prinzip dafür, dass man sagt, es braucht zwar eine Hilfe, aber auf privater Basis, oder es braucht vielleicht sogar gar keine Hilfe. Also, man muss Afrika sich selber überlassen, damit die aus ihrer Unmündigkeit, die man sie heute durch die Finanzströme behalten, dass eben gar keine Anreize mehr zum Beispiel bestehen, um ein Unternehmen aufzumachen, weil es durch Finanzströme einfach so konditioniert worden sind, dass man einfach noch die Hand aufmacht und sich an diesen Geldströmen irgendwie versucht, also irgendwas rauszuholen. Unmündigkeit. Moment. Also nur schnell zu der Unmündigkeit. Moment. Das besteht vielleicht auch, weil unsere Rüstungsindustrie massiv Waffen in die Länder liefert, aber wir dann auf der anderen Seite von genau diesen Parteien, die diese Rüstungsindustrie, die diese Waffenimport hochloben, die dafür verantwortlich sind, dass die Schweiz das weiterhin macht. Das ist kein anderes Thema. Das geht genau ins Gleiche rein. Das ist ein Geschäft auf Geschäft. Ja, aber mit dem Raphael ist ja wiederum, braucht es die staatliche Entwicklungshilfe? Ist das etwas, wo man aufrechterhalten muss? Also, oft hat es so, wenn man eine Metapher braucht, oft hat es den Charakter von einem Wasserkübel, wo man unter ein tropfendes Dach stellt. Und dann wechselt man einfach den Wasserkübel aus, wenn er voll ist, statt dass man versucht, das Dach zu reparieren. Und was mir auch noch denkt, die Staaten, die man heute als sogenannte Entwickler bezeichnet, die sind alle ohne fremde Entwicklungshilfe zu dem geworden, wo sie heute sind. Und ich bin der Meinung, Entwicklungshilfe tut
im Gegenteil, sie fördern nicht die Innovation, sie verhindern die Innovation, weil sich die Leute nicht müssen innovativ verhalten. Das Geld kommt. Das Geld kommt dort runter und es perpetuiert all die Machtverhältnisse. Weil meistens wird das nämlich nicht genau an die Bedürftigen ausgezahlt, sondern an die Leute, die dort an der Macht sind. Und das ist, ja, notorischerweise sind das nicht genau die, die es am besten meinen. Oder? Das sind Warlords und die, und es gibt auch Berichte für irgendwelche Zusammenarbeiten zwischen so eben diesen Warlords und Entwicklungsorganisationen, die nachher die Konvois ausrauben und das verschleudern sie nachher so für gutes Geld auf einem Markt und finanzieren sich mit dem ihre Waffen, oder, damit sie die Kriege weiterführen können. Also oft kommt das genau eben nicht dort an, wo man meint, dass es ankommt, nämlich bei denen, die es nötig hätten. Ich stelle fest, der Raffel kann sehr gut über so bildlich reden und sagen, ja, man muss da nicht das Kübeli unter das tropfende Dach stellen und kaum ist es voll wieder wachsen, sondern man will helfen, das Dach flicken. Mich würde mal wundern, wo tun die Jungfreisinnigen, wo tut die FDP, wo tun alle eure Partner auf der rechtsbürgerlichen Seite, wo setzen die sich dafür ein, dass wir auf der Welt eben genau so eine Politik machen, dass die Dächer geflickt werden können und dass wir nicht mehr einfach Kübel unter das tropfende Dach stellen. Das würde ich mal wundern. Ich kann natürlich nicht für alle reden. Diese Ansätze sehe ich einfach in Bern nicht einmal. Also ich kann nicht für alle reden, ich kann natürlich vor allem für mich reden. Ich sehe dort der Schlüssel zum Erfolg, indem man zum Beispiel explizit Freihandel betreibt. Dass man die Leute, dass die Länder nicht Protektionismus betreiben, weil dann haben nämlich alle die Länder, die Leute dort, die Möglichkeit, sich auf ihre komparativen Vorteile zu spezialisieren und zu konzentrieren. Und das ist erwiesenermassen führt zu mehr Wohlstand für alle. Oder? Also Geschäfte, Handel betreiben, das. Entwicklung von liberalen Gesetzen, wo Marktwirtschaft zulässt, das ist mein Rezept. Vielleicht müssen wir auch noch über die Finanzierung von diesen Hilfswerken, von diesen staatlichen Entwicklungshilfen, von den Sozialwerken reden. Wenn du hast gesagt, man muss da verantwortungsvoll umgehen, man muss das unterstützen, alles andere ist quasi nicht sozial. Aber ist es dir dann gleich, wenn der Mittelstand, wenn die Bürger von diesem Land immer mehr eigentlich ausgenommen werden, wenn sie immer mehr Steuerabgaben und Gebühren müssen zahlen müssen? Ich meine, die Staatsquote die steigt notorisch. Ist dir das gleich, wenn der Bürger eigentlich immer weniger zum Leben hat? Also, das ist jetzt SVP-Slang und das ist der Bürger nochmal. Du hast vorhin selber mit dem Stand angesprochen. Wir werden da nicht ausgenommen, sondern wir leben da in einer Demokratie. Und wenn man sich ausgenommen fühlt, dann kann man anstehen und etwas versuchen zu ändern. Aber dann muss man eben auch mal sagen, warum ist das so, dass der Mittelstand immer mehr muss zahlen muss. Weil wir oben ganz eine kleine Schicht haben, die von der FDP, von den rechten Parteien bemütterlich wird, stiefmütterlich behandelt. An denen darf man nicht rütteln, an denen darf man nichts machen. Die oben müssen wenig Steuern zahlen. Wir haben jetzt am letzten Abstimmungswochenende sogar verpasst, Pauschalsteuer abzuschaffen. Also wir haben sogar eine Steuerungleichheit zwischen den reichen Schweizern und reichen Ausländern. Reiche Ausländer können hier in die Schweiz kommen, mit der Gemeinde irgendetwas abmachen. Und nein, man kann nicht zahlen. Irgendetwas Mal, abmachen. Nein, so läuft es schon nicht. Und dort oben tun wir die bevorzugen und sparen. Und unten ganz klar, als Folge von dieser Politik kommt das der Mittelstand zu spüren. Das ist mir schon klar. Wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, eine der reichsten Gemeinden im Kanton Zürich, Zoliken, die haben Geld, die haben zum Steuern senken, haben sie Entwicklungsgelder gestrichen. Und da nimmt man doch einfach seine Verantwortung als gut entwickeltes Land im internationalen Kontext nicht mehr wahr. Da muss man sagen, das ist eine arrogante und selbstgefällige Haltung, wenn man für 1-2 Steuerprozent bei sich selber ganz viele andere ignoriert und einfach über das hinweg schaut. Ich finde es vor allem eine arrogante Art zu sagen, die Rechte von den Leuten, die zu der eigenen Klientel gehört, die muss man wahren. Aber eben, du hast es populistisch abtun, aber die Rechte von den Leuten, die reich sind und sich irgendwie aus ihrer Verantwortung, was das immer für eine Verantwortung soll sein, stellen, dann ihre Rechte zählen nicht. Mal, natürlich. Ja, also, aber wieso hat man dann immer zu viel, dass die Reichen... Natürlich, haben wir ja Pauschalsteuer nicht abgeschafft. Darum ja, haben wir Unternehmenssteuer, wo wir massiv die Folgen davon tragen. Die können ihre Rechte wahrnehmen. Pauschalsteuer können die Kantone immer noch selber
sollen sie immer noch selber abschaffen, wenn sie wollen. Oder? Also ich meine, das ist ja aus föderalistischer Sicht ein sehr begrüßenswertes Resultat, dass Kantone wettbewerbte Systeme, wie zum Beispiel Zürich jetzt schon abgeschafft, oder? Wenn das ein Kanton will, dann sollen sie das machen, aber bitte nicht auf ganzer Bundesebene das abschaffen. Eben, aber zu den Reichen zurückzukommen, die immer so verunglimpft. Oder? Du hast schon die Erbschaftssteuer angesprochen, oder? Aber zum Beispiel jetzt gerade im Steuerrecht gibt es ein Diskriminierungsverbot, das eben genau davor schützt, dass eine kleine Gruppe von Leuten hergezogen wird, um alles zu finanzieren. Und das ist genau das, was immer gemacht wird. Oder? Die Reichen sollen möglichst alles finanzieren, weil, ich weiß eigentlich gar nicht wieso. Wieso? Weil sie mehr Geld haben. Nein, die Wieso? Reichen sollen, oder die Superreichen, und ich wehre mich einfach dagegen, dass ich da irgendjemanden verunglimpft habe. Ja, was haben die dir gemacht? Ich habe überhaupt niemanden verunglimpft, ich habe keinen verunglimpft. Nein, das sage ich nicht. Wort ins Mund genommen, ich habe auch nichts gegen die Menschen gesagt. Ich habe nur gesagt, die doch so viel haben, das 1% oben, das sich auch leisten kann, weil unten ganz viele andere Leute, die nicht so viel verdienen, geschaffen haben, die den Wohlstand, wo sich die ganze Bevölkerung gemeinsam erschaffen, dass die oben ein bisschen mehr an die Gemeinschaft zurückgeben. Das ist alles, was ich gesagt habe. Ich habe gar niemanden verunglimpft. Das habe ich gar nicht gesagt. Das ist das Wort verunglimpft. Aber das ist doch heute schon so, dass man, also die Reichen schon viel mehr Steuern zahlen, also absolute Zahlen sind natürlich, als diejenigen, die weniger verdienen. Und da siehst du da noch Handlungsbedarf. Ja, ich sehe... Ja, aber wieso sollten sie mehr zahlen? Wieso ist aber Steuerprogression? Es ist doch so, die Progression. Natürlich, aber wenn man sieht, wir haben eine Progression und irgendwann wird es einfach flach und es bleibt gleich. Und dort sehe ich Handlungsbedarf. Ich sehe zum Beispiel auch, dass wir durch die Abschaffung... Wie tust du das legitimieren? Das nehme ich wunder. Natürlich kannst du sagen, du möchtest mehr abzwacken. Von einer Erbschaftssteuer haben wir dafür gesorgt, dass das Geld immer schön in der gleichen Geschichten, bei den gleichen Leuten kann bleiben. Ja, wenn das gar nicht. Das ist die Erbschaftssteuer wäre eigentlich ganz, ganz eine liberale Haltung. Nein, nämlich, dass man sagt, dass man sagt, jeder Mensch in dieser Gesellschaft startet und kann schauen, wo er springt. Und nicht die einen starten mit einem Pölsterli von 5 Millionen und die anderen starten mit gar keinem Pölsterli und haben gar nichts. Eben, du willst dem von den Menschen möglichst gleich, dass alle gleich sind, die gleichen Voraussetzungen und so weiter. Du willst sie gleich machen. Werden wir von gleich machen oder gleich behandeln? Nein, von gleich behandeln. Ja, aber das geht eben dann nicht, dass du umverteilst. Ein Grundsatz von der Gerechtigkeit ist halt ein Stück weit eine Gleichheit. Und ja, innerhalb aber was für eine Gleichheit? Das müssen wir doch definieren. Was für eine Gleichheit? Sollen sich die Menschen können individuell das Wort, die inhaltliche Dimension des Wortes Gleichheit, die kommt darauf an, was man für Sinn beileitet. Was für eine Gleichheit reden wir? Von gleich behandeln oder gleich machen? Weil jedem das Gleiche geben, das ist gleich machen. Und wenn es würde gehen, dann... Ich meine, es ist ein absurdes Beispiel, aber eigentlich müsste man das ja eigentlich auch noch auf andere Ebene fortführen. Ich meine, wenn irgendjemand auf dem Heiratsmarkt gut aussieht, das ist ja völlig ungerecht verteilt, oder? Dann müsste man auch umverteilen, oder? Zwangszuweisungen, oder? Das ist ja eigentlich... Ich meine, wenn man Leute wirklich gleich machen will, und das ignoriert einfach das Faktum, dass Menschen, solange es Menschen gibt, sind verschieden. Das heisst, der Raphael hat es angesprochen, es geht um Gleichbehandlung. Hast du vorher gesagt, es geht um Gleichbehandlung. Wie rechtfertigst du das eine kleine Minderheit? Und du hast vorher gesagt, du sagst dagegen, dass man Minderheiten diskriminieren. Wieso, dass jetzt genau die Minderheit der Reichen proportional mehr muss an öffentliche Güter anzahlen, die im Prinzip alle gleich beanspruchen? Oder wo alle das Recht haben, um sie gleich beanspruchen? Wieso? Kommst du zu dieser Schlussfolgerung, dass die mehr zahlen müssen? Ich rufe denen und ich rufe unserer Gesellschaft zu. Schauen wir doch, dass der Wohlstand, den wir alle, oder das Geld, das wir alle zusammen erschaffen in der Firma, vom Chef, vom Inhaber bis zu der Person, die am Schluss den Boden putzt in der Firma, dass die alle dazu beitragen, dass das System, dass das funktioniert, dass die auch alle einen fairen Anteil das an dem überkommen. Das, das so. Ist im Moment überhaupt nicht so. Oder schaffen die Leute gratis? Wir haben keine Mindestlöhne. Es arbeiten die Leute zu ganz miesen Bedingungen. Es gibt Leute, die müssen die ganze Nacht durchkrampfen für schlechte Löhne. Ja, Piloten also, dort ist einfach Gleichheit noch nicht gegeben. Aber ich glaube, wir können zu einem weiteren Punkt der Diskussion kommen, weil wir drehen uns da ein bisschen im Kreis. Genau. Wir haben vorher davon geredet, dass eigentlich die Kosten für die normale Bevölkerung, für den Mittelstand, auch immer zunehmend Anstieg durch eben das
sage jetzt mal, die Erreichung von Chancengleichheit oder wie es der Affe sagt, von Gleichmacherei. Im gleichen Punkt geht es im Gesundheitswesen. Wir haben von Sozialwerk breit geredet, von Sozialhilfe mehrheitlich, von staatlicher Entwicklungshilfe. Im Gesundheitsbereich ist es ja so, dass auch Krankenkassenprämien einer laufenden Explosion ausgesetzt sind. Also Jahr für Jahr müssen Prämien erhöht werden, was den Mittelstand zunehmend belastet und dass er immer weniger selber zum Leben hat. Jetzt, Luca, was ist für dich der Grund, wieso die Krankenkassenprämien zunehmend steigen? Oder wo siehst du das Problem? Ein Grund ist erfreulich. Die Leute werden älter. Ein zweiter Grund ist, unsere medizinische Versorgung wird besser, wir machen Fortschritte. Das sind sicher Gründe, aber natürlich, wir haben es dieses Jahr verpasst, an einer Einheitskrankenkasse zuzustimmen, dass wir eben den Wettbewerb unter den Kassen, wo sich gegenseitig die Prämien in die Höhe schiessen, um das zu stoppen. Das haben wir, verpasst. Und wir müssen jetzt schauen, die Grünen werden jetzt, haben angekündigt, schon nach der Abstimmung, dass wir jetzt uns jetzt dafür einsetzen werden, dass man auf kantonaler Ebene kann solche Einheitskassen einführen oder regionale Krankenkassen für die Regionen, die das wollen. Und da muss man jetzt halt schauen, ob man da weitermachen kann. Also ich hoffe, es wird noch einmal eingeführt auf regionaler oder kantonaler Ebene. Es tut mir einfach leid für die Leute, die nachher darunter leiden müssen, damit man sieht, dass das nicht funktioniert. Du hast gesagt, der Wettbewerb ist schon, dass als Prämie sich gegenseitig aufschaukeln. Wenn zum Beispiel ein Markt schaut, der relativ frei ist, Computergeräte, beobachtest du dort den ständigen Anstieg der Preise. Ich glaube, dort ist es gleichbleibende Preise und steigende Leistung oder noch sinkende Preise. Das ist das Wesen eines Marktes. Man kann nämlich nur prestieren, wenn man die Bedürfnisse der Leute zu den Konditionen befriedigt, die sie wollen. Was ich als Ursache sehe, wieso die Prämie die ganze Zeit ansteigt, ist nämlich zwei Sachen entkoppelt, die eigentlich notwendigerweise zusammengehören müssen. Das ist nämlich auf der einen Seite die Freiheit, zu entscheiden und auf der anderen Seite die Verantwortung zu zahlen. Oder? Wenn man das nachher entkoppelt, dass Arzt und Patient über eine Behandlungsmethode besprechen, aber keiner von beiden trägt die Kosten, weil das nachher die Krankenkasse respektive die Allgemeinheit finanziert, ist schon völlig klar, dass das zu absurden Kostensteigerungen führt. Das ist für mich das Problem. Also man dort etwas von auseinanderreissen, das man nicht auseinanderreissen kann, ja, ohne dass man das Prinzip verletzt von Freiheit und Selbstverantwortung. Aber Raphael, seit der Einführung jetzt von, zum Beispiel vom KVG, also von obligatorischen Grundversicherungen, sind Gesundheitskosten um 75% gestiegen. Hat das für dich einen Zusammenhang, dass man einerseits den Zwang der Leute aufdoktriniert hat, dass man muss sich obligatorisch versichern muss und mit diesen steigenden Prämien? Also ich meine, heute führt ja früher hat die Krankheit zur Not geführt und heute ist es eigentlich der Prämienanstieg, der zur sozialen Not führt. Hat das irgendeinen Zusammenhang mit dem KVG, also mit der obligatorischen Grundversicherung? Also der Versicherungszwang selber kann es nicht sein, der lehne ich natürlich aus moralischen Gründen ab. Aber meine, vor der Einführung des KVG hingen 99% sind auch schon versichert gewesen. Also das kann es nicht sein. Aber eben, ich sage, was das Problem ist, ist, dass man mit dem KVG hat in der Grundversicherung regulieren und nicht mehr immer den Leistungskatalog ausgebaut hat und eben die Konditionen, um denen jemand kann, Leistungen von der Krankenkasse beansprucht entkoppelt hat, von denen, die dann entscheiden, was für eine Behandlungsmethode angewendet wird. Also, wenn ich ein Auto kaufe und der Autoverhändler weiss, ich muss es nicht zahlen und ich weiss, ich muss es nicht zahlen, dann nehme ich vielleicht auch ein teures Auto. Also, ich finde, das ist eine völlig natürliche Entwicklung. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, also die Kosten immer steigen. Also jetzt haben wir Gesundheit einmal mit einem Laptop und einmal mit einem Auto verglichen. Ja, aber dann geh doch auf Vergleiche. Du musst doch auf Tertium-Komparationen sein. Das sind so läppische Vergleiche und es ist auch immer wieder das Gleiche, wenn man mit so jungfreisinnigen Theoretiker muss reden, dann kommen sie mit irgendwelchen abstrakten Theorien, die vielleicht irgendwo im Modell funktionieren. Wenn wir dann in die Realität gehen, dann wird man einfach vor vielen Problemen du hast keine Theorien, du hast keine Modelle, du darfst aus dem Bauch entscheiden. Du hast sicher auch Theorien und Modelle. Ich bin der Meinung, dass man Gesundheit nicht einfach mit einem Computer kauft oder mit einem Auto kauft. Kann vergleichen, sondern da geht es um etwas Wichtigeres. Da geht es um etwas Wichtigeres, um etwas Elementareres, etwas, wo ganz im Gegenteil vielleicht zu einem Auto. Ein Auto braucht nicht jeder, Gesundheit braucht jeder. Also schauen wir mal Nahrungsmittel an, das ist auch nicht verstaatlicht. Und da kommt auch niemand auf die Idee zu sagen, weil es vielleicht auch Leute gibt, die sich nachher Essen nicht kaufen können, muss man den ganzen Markt verstaatlichen. Und ich würde mal sagen, da stimmst du mir auch zu, oder? Auch wenn die anderen Vergleiche unangebracht findest, ich finde nicht. Aber dass du mir zustimmen als Nahrung noch essentieller ist als nachher eine Gesundheitsversorgung. Wenn nicht 3 Tage kannst überleben kannst, kommt die Krankenkasse gar nicht erst in Frage. Und trotzdem, Nahrungsmittel sind eigentlich relativ günstig, oder? Ob
Aber Luca, was ist dein Rezept zur Eindämmung dieser Prämienexplosion? Ist es einfach, dass man zentralisieren kann zu einer Einheitskasse und dann hofft, dass der Prämienanstieg einfach nicht weiter voranschreitet? Das ist eine Lösung. Und zweitens braucht man auch eine unabhängige Aufsicht, die Krankenkassen überwachen. Die schauen, was wären da für Verträge abgeschlossen. Sind das Verträge, die nachher den Patienten, den Leuten, die diese Leistung nachher in Anspruch nehmen, dass die auch auf die zugeschnitten sind und dass die auch funktionieren. Und eben, die Einheitskrankenkasse wäre eine Lösung. Aber ich glaube, da müssen wir nicht darüber diskutieren, weil sie ist relativ deutlich abgelehnt worden, gesamtschweizerisch. Ja, es hat Regionen, Kantone gegeben, die dem zugestimmt haben. Und ich glaube, genau dort kann man jetzt mal einen ersten Schritt machen, in die Richtung, um eben beweisen, dass wir dort doch das richtige Rezept gehabt hätten, oder ein Rezept, das gesamte Gesundheitswesen in eine richtige Richtung kann stellen. Aber eben, wieso funktioniert die Zentralisierung des Gesundheitswesens deiner Meinung nach nicht? Also die Zentralisierung ist ein grundsätzliches Problem, dass am Schluss eine einzige Lösung für alle gilt und das namentlich von Leuten festgelegt wird, wo ihr Einkommen nicht davon abhängig ist, ob sie die richtige Bedürfniseinschätzung betreiben oder nicht. Und man hat noch ein zweites Problem, nämlich dass irgendeine staatliche Behörde niemals die Bedürfnisse können von den Leuten, wo sie wirklich ein nur das Individuum selber kann wirklich wissen, was es will und was nicht. Und wenn es dem nicht mehr auf einem Markt, namentlich mit Nachfrage oder mit Geld, das man dafür ist, bereit zu zahlen, für ein Angebot. Wenn man dem seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr Ausdruck verleihen kann, dann das kann nur dazu führen, dass die OV-Einschätzungen, und zwar in grobem Maß. Aber das, ich meine, du hast dich vorhin über Theorien lustig gemacht. Meine, das ist schon klar, dass man die Einheitskasse befürwortet. Wenn man ja die fundamentalsten Grundsätze der Ökonomie betrachtet, dann kann man natürlich schon auf die Idee kommen, dass das geht. Dann kommt man auf die Idee, dass Mindestlohn eine gute Sache ist. Wieso drucken wir nicht einfach Geld? Bedingungsloses Grundeinkommen ist also etwas. Wieso drucken wir nicht einfach für alle Leute 5'000 Franken? Ich meine, die Lösung ist doch eigentlich auf der Hand, oder? Wieso Mindestlohn 25 Franken, 20 Franken pro Stunde? Wieso nicht 30? Wieso nicht 50? Wieso nicht? Ich glaube, wir merken, sollte wieder von diesen dummen Sprüchen da gemacht werden. Aber müssen wir es doch mal analysieren. Das Thema zu reden. Ich glaube nicht, dass man Gesundheit an Bedürfnissen kann orientieren. Gesundheit ist doch etwas, da passieren unerwartete Sachen. Dann hat man ein Bedürfnis ab dem Moment, aber die Krankenkasse hat man voran abgeschlossen. Ja, aber weil das Bedürfnis dann, ist, sich abzusichern. Nur jemand aufs Mal. Ja, ganz kurz. Du unterbrichst schon. Sagen, was ich will sagen. Und dann geht es doch darum, dass jeder Mensch, wenn er krank wird, wenn er Hilfe braucht von einem Arzt, dass er sich dann das kann leisten und dass ihm das gezahlt wird. Also, wir haben in nordischen Ländern sehr ausprägte Gesundheitssystem, wo jeder kann zum Zahnarzt gehen, jeder kann zum Arzt gehen, wenn er etwas hat. Und unabhängig von irgendwelchen Einkommen und irgendwelchen Krankenkassen wird diesen Menschen einfach geholfen. Und das ist doch das Zentrale. Es geht da um Gesundheit, es geht da vielleicht um Leben. Und da können wir nicht mehr einfach über Bedürfnisse und über Autos und über irgendwelche Theorien reden, sondern das müssen wir ein bisschen ernster nehmen. Aber ist es denn nicht so, dass gerade in diesen sozialistischen Ländern, wo ja das Gesundheitswesen grossmehrheitlich verstaatlich war, dass dort die schlechtesten Gesundheitsleistungen überhaupt angeboten worden sind? Also ich rede ja von Kanada. Weißt du, wie lange es dort geht, bis man durchschnittlich... Bitte? Wie lange es dort geht, bis man durchschnittlich behandelt wird? Kanada ist nämlich eines von diesen Ländern, wo immer gerne angeführt wird, wo es freies Gesundheitswesen hat. Aber dort geht es extrem lang. Wochen, Monate, bis man mal eine Behandlung hat. Weil das überall dazu führt, wo etwas gratis ist, ja, hat man dann plötzlich eine überschiessende Nachfrage. Und ich meine auch in Kuba, man kann eigentlich nehmen, was will. Überall, wo es gratis wird, sinkt die Qualität. Ich glaube voran von... Ja, sie können es auch mit... Meine, oder auch, wenn, skandinavischen Ländern. Aber Kanada, aber, ist das in diesem Fall eine Ausnahme? Dass das dort nicht funktioniert. Und vielleicht funktioniert es in den nordischen Ländern, namentlich Norwegen, auch, weil sie sich durch Öleinnahmen können recht viel von den Staatsausgaben finanzieren können. Könnte das nicht auch noch ein Grund sein, dass man so ein System, das eigentlich nicht funktioniert oder nicht finanzierbar ist, kann aufrechterhalten, indem man einfach vom Kapital zehrt? Kapitalverzehrungspolitik betreibt. Das könnte man natürlich auch als Erklärung anführen, gerade namentlich in Norwegen, oder? Dass die einfach von dem leben. Da kann man natürlich viel finanzieren, von dem, was sonst nicht finanzierbar wäre. Ist Skandinavien ein langfristiges finanzierbares Modell, in der Meinung nach? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn er, den, so.
ich glaube, wenn man schaut, wie es dort funktioniert, bin ich überzogen, wenn man schaut, wie es den Leuten dort geht. Aber ich sage auch, bei uns geht es den Leuten eigentlich mehrheitlich gut und wir sollten uns auch mal auf das fokussieren. Uns geht es mehrheitlich gut, das ist ein Stichwort, wo wir aufnehmen wollen, auf ein abschliessendes Thema, was auch darum geht, um steigende Gebühren. Vielleicht müssen wir sogar von Steuern reden. Wir haben es davon gehabt, du bist eher ein Befürworter von einem starken Servicepublik, du bist eher ein Befürworter von keinem Servicepublik, also eigentlich das Individuum soll entscheiden. Ein Thema, das da auch im Brennpunkt ist seit einem Zeitli, sind die sogenannten Radio- und Fernsehgebühren, die Beilaggebühren im Bereich von Radio und Fernsehen, wo ja auch der Staat für die Finanzierung sorgt, mit einer Zwangsgebühr für alle Bürger, wo es dann darum geht, öffentliche Radio- und Fernsehsendungen zu finanzieren. Jetzt ist die Frage, du sagst, die Beilaggebühren braucht es, obwohl auch hier wieder immer mehr Lasten auf den normalen Bürger zukommt, wo jetzt in den letzten paar Jahren massiv Gebühren erhöht worden sind. Wie rechtfertigst du das gegenüber denen, die zahlen müssen? Das glaube ich, jetzt können wir mal abtrennen. Von den Themen, die wir voran hatten, die sehr ernste, die sehr wichtige Themen waren, kommen wir jetzt zu eher etwas unterhaltsamerem. Ich bin der Meinung, ja, dass wenn man... Ist 460 Franken ja, also ich glaube, wenn ich sehe, was ich für die 460 Franken im Schweizer Fernsehen alles bekomme, was ich da schauen kann, dann lohnt sich das für mich. Und ich glaube, man findet eben in der Schweiz praktisch niemanden, der das Schweizer Fernsehen nicht beansprucht. Ich weiss nicht, diesen Sommer haben wir Fußball-WM gehabt, ich weiss nicht, ob beispielsweise ihr, die jetzt da gegen die Beilaggebühren aussprechen, ob ich keinen einzigen Match auf dem Schweizer Fernsehen geschaut habe. Wir können zweimal in der Woche Champions League beispielsweise schauen, wir können UEFA Cup Spiel schauen, wir haben Nachrichtensendungen, wir haben Dokumentationen, wir haben Unterhaltungssendungen. Also auf diesem Sender gibt es einfach sehr viel. Und ich finde, dass die Gebühren darum in dieser Höhe gerechtfertigt sind. Ob man es über die Gebühren abhandeln muss oder ob es nicht besser wäre, das über die Steuern zu machen, hätten wir nämlich nicht jedes alte paar Jahre wieder ein Theater, dass wir das abschaffen und immer wieder das Gleiche, was mich langsam ehrlich gesagt ein bisschen langweilt. Darüber kann man gerne diskutieren. Raphael, du hast gehört, wenn wir quasi die Beilaggebühren abschaffen, ist der Luca da sich, dass es dann keine Champions League Match mehr gibt im Fernsehen, keine UEFA Cup, keine Nachrichtensendungen. Wie siehst du das? Ja, um diese Sendungen machen wir eigentlich einiges Sorgen. Wir haben das Gefühl, dass es vielleicht so Glanz und Gloria und die seichte Unterhaltung, dass das schwierig wird, mindestens in diesem Format zu produzieren, wie es heute produziert wird. Und ich meine, wenn dir das Programm gefällt, wie es heute produziert wird, dann ist ja das gut. Aber ich beanspruche das eigentlich praktisch nicht. Und selbst wenn ich nur ein, zwei Mal. Genau, aber selbst wenn ich nur ein, zwei Mal die Tagesschau schaue, dann muss ich gerade das ganze Programm finanzieren. Ich meine, wenn ich einmal einen NZZ kaufe, muss ich ja nicht gerade das Jahresabo kaufen, oder? Ich möchte einfach gerne, dass ich über mein Geld selber bestimmen kann. Ich habe es verdient, ich kann bestimmen, was ich mit dem kaufe. Und wenn mir das Programm vom Schweizer Fernsehen nicht passt, würde ich das nicht mitfinanzieren. Wenn du aber jeden Tag eine NZZ im Briefkasten hast, dann habe ich das dann gezahlt. Dann zahlst du sie auch, ja. Egal ob sie leise ist oder nicht. Ja, aber ich habe es auch wieder Kunden, Fernsehen, einen Fernsehen in deiner Wohnung hast, dann kannst du das entweder schauen oder nicht. Aber der Fakt ist, du kannst es beanspruchen. Und darum, für mich ist das eigentlich die Beilage ein Nonsens-Thema. Viele Leute haben einen Fernseher, viele Leute beanspruchen das. Und dass man aber das ist halt doch so. Jeder hat einen Briefkasten. Das ist eigentlich auch ein Empfangsgerät in dem Sinne. Wärst du glücklich, wenn dir irgendwelche Zeitungen, wenn zum Beispiel die Schweizer Zeit, die ja, alle zwei Wochen. Ein eben, wenn ihr alle zwei Wochen ich Schweizer sind, dann würdet ihr einfach eine Rechnung stellen von einem Jahresabo. Würdest du dich da nicht wehren gegen so eine Bevormundung von dir? Also was du willst und was nicht? Schweizer Zeit im Briefkasten haben, dann würde ich sie eben gar nicht lesen. Also, aber du müsstest es ja zahlen dann gleich. Das würdest du dumm finden, oder nicht? Das würdest du sicher nicht die Freude haben, dass du es gleich musst finanzieren, obwohl du es nicht lesen willst. Oder? Also auch da kann ich sagen, ihr habt jetzt die Initiative lanciert. Ja, aber jetzt zusammen. Frag doch ihr könnt jetzt mal ihr könnt, die Schweizer Bürgerinnen und Bürger befragen, ob sie die Gebühren noch wollen. Und dann wissen wir es. Ich finde es so vertretbar, wie es jetzt ist. Es ist für mich jetzt aber nicht ein Thema, wo ich jetzt... Wenn ich jetzt im Moment in die Welt schaue, wenn ich sehe, mit was für Problemen wir uns beschäftigen, ist das nicht ein Thema, wo ich zu viel Energie, zu viel Herzblut reinstecken würde. Raphael, du hast gesagt vorher, dass du Angst hast, dass deine eigene Unterhaltung darunter leiden wird, wenn man die Beilaggebühren abschafft. Aber dass eigentlich Nachrichtensendungen
Diskussionssendungen gut finanziert werden können. Wie kommst du zu diesen Überlegungen? Wahrscheinlich, eben, ich sage, ich will mir nicht anmassen zu wissen, was andere Leute gerne schauen. Oder? Wenn es eine Nachfrage gibt, dann wird es ein Angebot geben. Aber ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die mit grossem Pomp und Glamour produzierte Sendungen in dieser Form könnten weiterhin stattfinden. Ich habe das Gefühl, dass wenn man den Markt liberalisieren würde, dass das eintreten, wie es zum Beispiel im Zeitschriftenmarkt passiert. Nämlich, wir haben eine unglaubliche Diversität an verschiedenen Magazinen. Da gibt es für jeden Geschmack wahrscheinlich noch fast in jedem Bereich noch mehrere Heftchen, die irgendwie von Computer über Auto, über Kochen und was man halt alles noch so nachfragt. Also es sind kleinere, aber dafür innovative Märkte gibt, nämlich wirklich die Bedürfnisbefriedigung von den Leuten, die das schauen wollen. Und die sind auch gerne bereit zu zahlen. Und mit der heutigen Technologie ist es ohne weiteres möglich, dass man das Signal verschlüsseln kann. Nicht sagen, der Fernseher im Zimmer wegen dem kann er es empfehlen. Dass man das eben ausschliessen kann, dass es möglich ist, dass es nicht mehr empfehlen kann. Ich meine, Schweizer Fans ist natürlich auch noch besonders dreist. Sie stellen ihre Sendungen alle online gratis zur Verfügung. Dann sagen sie, es ist ja abrufbar. Aber sie könnten das einfach zugänglich machen, wie das zum Beispiel auch Zeitungen machen. Also nur wenn du Abonnent bist, kannst du dort darauf zugreifen. Das wäre eigentlich technisch ohne weiteres machbar. Und darum finde ich es ein bisschen absurd zu behaupten, ja, es ist ja gratis zugänglich, darum dürfen wir jetzt Zwangsgebühren erheben. Also zugegebenermassen, ich habe vorhin natürlich die sehr attraktiven Beispiele aufgestellt, aber der Auftrag oder die Aufgabe des Servicepublik ist ja eben auch, dass wir Nischen, dass wir im Sport Randsportarten, dass man Sternstunde Philosophie, dass so Sendungen, dass so Formate eben auch einen Platz finden, weil es eben wichtige Formate sind für die Gesellschaft, dass man sich so etwas auch anschauen kann. Und ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich, wenn alles nur noch nach Gewinn ist, wenn man eben den superliberalen Markt, den du jetzt da stundenlang davon predigt hast, wirklich eingeführt haben, dass dann das durch den Raster geht und dass dann ganz viele Formate, die eben für eine gewisse Bevölkerungsgruppe wichtig sind, dass das dann einfach nicht mehr zugänglich ist, dass es dann nicht mehr gibt. Beispielsweise auch ein Format für die retoromanische Schweiz, was eine sehr wichtige Aufgabe ist, die Schweizer Fernsehen da wahrnimmt. Und das wären einfach Formate, die dann wahrscheinlich verschwinden würden. Nachrichtensendungen, die wirklich informativ sind, die detailliert, die kontrovers, die kritisch informieren und nicht einfach kurze Nachrichtenbeiträge an 2,5 Minuten, wo ein Thema populistisch und schnell abhandelt, sondern wirklich einmal ein bisschen langsamer, ein bisschen informativeres Fernsehen. Das braucht es meiner Meinung nach und ich glaube, dass wir das nur mit dem Service Public in dem guten und grossen Ausmaß, wie wir es jetzt haben, können aufrechterhalten und das finde ich richtig und wichtig. Aber Luca hat gesagt, das ist ein retromanischer Sender, das ist quasi nicht mehr finanzierbar. Er hat Angst, dass es vielleicht nicht mehr finanzierbar ist, wenn es eben nicht mehr durch Zwangsgebühren einkassiert wird. Ist der nationale Zusammenhalt in Gefahr, wenn man die Beilagegebühr abschaffen würde? Ja, also ich halte das also nicht viel von so Konzepten, wo man sagen, dass ich Genfer mehr mit einem Genfer mehr muss verbunden fühlen als mit einem von Grenoble oder so. Also ich lasse mich nicht von irgendwelchen imaginären Linien diktieren, mit wem man sich mich verbunden fühlen. Für mich sind Menschen unabhängig von irgendwelchen staatlichen Grenzen. Aber selbst wenn man würde sagen, ja, es braucht den nationalen Zusammenhalt, dann halte ich für eine denkbare schlechte Lösung, wenn man sagt, das muss man mit Zwangsfinanzierung erreichen. Weil das spricht doch Bände über das totalitäre System dahinter, wo ein paar wenige sagen, das braucht es. Und wenn es die Leute nicht wollen, müssen wir es halt aufzwingen. Ich würde nur noch mal festhalten, es geht um Nischen, nicht um nationalen Zusammenhalt. Darf ich da noch schnell darauf zurückkommen? Also bei Nischen, wenn wir zum Beispiel den Büchermarkt anschauen, bei Amazon findet man ja alles Mögliche, oder bei irgendwelchen Buchhändlern, ist ja egal, books.ch, also findet man irgendwelche Bücher zu weiss was für Nischenthemen, wo sich vielleicht nur ganz wenige Leute dafür interessieren. Wieso soll das nicht im Radiofernsehen auch funktionieren? Das funktioniert. Also ich kann, wenn ich zuhause in meinem Fernseher anstelle, glaube 200 verschiedene Sender. Also meiner Meinung nach top. Top Nischensender, wo ich Sendungen sehe, die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessieren. Aber also. Wie du sagst, es braucht die Nischenformate, die gibt dir recht, weil die Bedürfnisse der Leute sind mannigfaltig, oder? Aber wie tut das ist doch symptomatisch für Staatswirtschaft. Wie können die das feststellen, wo die Bedürfnislage ist von den Leuten?
Das kannst du ja gar nicht. Das ist genau das, was ich sage. Wenn die Leute ihr Bedürfnis individuell auf einem Markt einen Ausdruck verleihen, genau dann, nur dann können Unternehmer unternehmerisch handeln und die Bedürfnisse befriedigen. Aber ein SRF, ein SRG, die hat keine Chance, um die Bedürfnisse festzustellen. Das ist einfach ein Kaffeesatz lesen. Man sagt, ja, es braucht eine Sternstunde Philosophie. Aber in welchem Format, in welchem Ausmaß, wie oft? Oder mehr, weiß ja nicht, oder? Das kann man nicht herausfinden. Das ist einfach eine Anmassung von Wissen, ja, die hier betrieben wird. Ist das, beim privaten Markt ist das nicht anders. Nein, also, dort können die Leute selber bestimmen. Das ist einfach Theorie-Gesülze, die wir hier erleben. Ja, aber wieso gehen wir denn in die Theorie ein bisschen mehr ein? Weil es nicht funktioniert in der Realität. Weil es doch wichtig ist, dass ein breiter Sport im staatlichen Fernsehen Platz findet, dass eine Nischensendung im staatlichen Fernsehen Platz findet, dass die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Orte drin Platz finden. Das ist doch wichtig. Ich verstehe nicht, wie man das mit so einem schon fast so einer Art religiösem Fanatismus so kann dagegen sein und dass all paar Jahre wir wieder über das diskutieren müssen. Ich kann es am Anfang sagen, ich finde es langsam wirklich ein bisschen langweilig. Also, aber dann, wie erklärst du denn, dass eben auf dem Zeitschriftenmarkt eine derartige Vielfalt herrscht? Ich meine, das müsste ja alles unmöglich sein. So derartige Vielfalt herrscht auf dem Zeitschriftenmarkt eben auch nicht. Wenn man sieht, viele Zeitungen, viele Zeitschriften gehören zu einem Verlagshaus, sind die Diversität, die es mal noch gegeben hat, dort ein Regionalblättchen, da eine Zeitung mit politischem Inhalt, das ist nicht mehr so, wie es mal war. Aber wenn das... Da können wir froh sein, wenn das Schweizer Fernsehen und es... Ich muss jetzt da schon fast eine Lobeshymne auf Schweizer Fernsehen abgeben. Ich sage einfach, dass das Format, so wie wir es jetzt haben, mit dieser breiten informativen Palette, das finde ich, ist aufrechtzuerhalten. Und mir passt auch nicht alles, was Schweizer Fernsehen macht. Und es gibt Sendungen, die finde ich schlecht, oder es gibt Fokus, die mir auch nicht gefallen. Aber dort, so wie ich dann bei einem anderen Sender wegzappen, kann ich das auch beim Schweizer Fernsehen machen. Und weil es eben unser offizielles Staatsfernsehen ist, wir haben übrigens auch noch Radiostationen, einen Haufen Radiostationen, die dort dazugehören, müssen wir doch nicht alle paar Jahre über jedes Sendung, über jeden Franken diskutieren. Gut, es geht ja da um grundsätzlich. Aber dann kommen wir nochmal zur Schlussrunde und zum Grundsätzlichen. Oder? All die Themen, die wir jetzt abgehandelt haben, vom Sozialstaat über Entwicklungshilfe, Gesundheitswesen und die Billaggebühren, das Radio-Fernsehwesen. Kannst du vielleicht deine Position nochmal grundsätzlich ein paar wenige Sätze zusammenfassen? Warum bist du eigentlich nicht dafür, dass das der Markt regeln soll, sondern dass der Staat das muss in die Hand nehmen muss? Das Wohl der Gesellschaft misst sich eigentlich am Wohl des Schwächsten. Und wenn die Schwächsten durch die Lappen fallen, durch die Raster fallen, dann muss eine Institution, und da ist der Staat, das hat sich gezeigt, die beste Institution da sein, und diese Leute auffangen, diesen Leuten helfen. Das gilt für die Altersvorsorge, das gilt für das Gesundheitswesen, das gilt aber auch eben genau für das Sozialwerk, wo man dann denen hilft. Und ich will einfach davor warnen, dass wir jetzt im nächsten Wahljahr die Errungenschaften, die Werke, wo wir den Schwächsten, wo den sozialen Zusammenhalt in unserem Land darstellen, dass man jetzt im Wahlkampf die kaputt schreibt, kaputt schwätzt, aus politischen Gelüsten kaputt gemacht. Ich werde bereit sein, mich da konsequent dagegen zu wehren. Und auch wenn man sich dann vielleicht mal muss anhören, dass man da einen gewissen Einzelfall nicht so ernst nimmt, das ist mir dann eigentlich gleich. Gut, danke. Raphael, kannst du vielleicht auch noch mal deine Position grundsätzlich erläutern? Warum freie Märkte und Freiheit und nicht staatlich organisiert? Ja, also eben, ich betreibe keine Apotheose hinsichtlich im Staat. Ich sehe am Schluss, das Einzige, was der Staat unterscheidet vom Markt, ist, dass dort die Leute, die den Staat lenken, ihre Ideen mit Zwang und Gewalt Androhungen können durchsetzen können. Man kann nämlich nicht sagen, dass im Staat anders entschieden wird. Es sind immer noch Menschen. Auf dem Markt sind es auch Menschen. Und wegen dem habe ich das Gefühl, dass am Schluss dort, wo die Leute freiwillig agieren können, die bessere Lösung rauskommen und nicht mehr kann sagen, ja, eine Organisation, die ihre Ideen mit Zwang und Gewalt durchsetzen kann, sei a priori die bessere Lösung. Ganz herzlichen Dank für die engagierte Diskussion dir, Luca Marci, und dir, Raphael Weiss, bei uns im Schweizzeit-Magazin. Auch herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren, dass Sie bis zum Schluss mitgemacht haben.
Die nächste Sendung wird erst im Neujahr stattfinden. Das ist am 30. Januar. Wieder von 9 bis 10 Uhr am Abend auf dem gleichen Sender. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch dann dabei wären. Ich wünsche Ihnen ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzlichen Dank.